Was wäre, wenn wir den da reinwerfen? Uff, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Ich habe ihn jetzt losgelassen. Wir haben das Spiel gestoppt. Ich bin in der Kamera. Moin, Leute. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Baby in Yellow. Aber heute mal eine etwas andere Folge. Wir werden heute das Game hacken, Leute. Wir nehmen Poppy Playtime Hacks, so wie wir es in Poppy Playtime gemacht haben, durch die ganze Karte geflogen sind und so weiter und so fort und benutzen die in diesem Spiel. Und was wir finden, Freunde, ist unglaublich. Macht euch auf ein geiles Video gefasst. Lasst ein Like da, wenn ihr Bock drauf habt. Ich wünsche euch viel Spaß. Dickes, dickes Küsschen und wir gehen rein. So, Leute, wir befinden uns im Fahrstuhl. Ich bin jetzt schon im Spielstopp drinne. Wir lurken gleich, was passiert. Ich kann durch diesen Fahrstuhl jetzt hier rausgehen. Und wir sehen hier zum Beispiel einen Pfeil mit dem Hase an der Wand, weil das Chapter 2 heißt jetzt in dem Fall weißer Hase. Und wir gucken uns jetzt mal an, was hier passiert. Man sieht's. Das Licht verändert sich hier. In dem Fahrstuhl selbst passiert gar nichts. Und jetzt geht die Tür einfach auf, ne? Ja, ha. So ein Ding ist das nämlich, Leute. Und im Fahrstuhl selber denkst du halt so, uff, was geht denn da jetzt gerade ab, ne? Ich gehe jetzt halt mal weiter gucken. Wir schauen uns die ganze Map natürlich Stück für Stück mal an. Und vielleicht können wir jetzt auch erstmal glotzen, was so hinter so einer Tür ist. Ich gehe mal direkt in die Kamera rein. Oha, was ist da denn los? Hä? Uff, man sieht auf jeden Fall, dass das hier irgendwie so ein bisschen verknüpft ist. Wir haben jetzt quasi so einen, also so einen Blick außerhalb der Map. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Wir erinnern uns an die Szene, wo wir von dem Baby und so weiter weglaufen, dann quasi durch diese Tür durchgehen, ne? Ich kann mich gar nicht mehr so an den Weg dran erinnern, aber wenn wir jetzt hier durchgehen, wir können sogar die Türen öffnen, theoretisch von so weit entfernt. Das ist natürlich auch geil. Das heißt, wir haben so einen richtigen Fly-Mode jetzt. Hier aber so die Tür können wir jetzt halt nicht aufmachen. Okay, verstehe. Wir kommen dann quasi von diesem Gang hier rum, halt wieder hier hin. Und wir wissen halt, jetzt kommt das Baby, nachdem wir hier die Tür zumachen. Ich halte das Spiel an. Ich gucke, was passiert. Aha. Der kleine Racker guckt sogar hier in die Kamera. Was? Siehst du das? Ich bin doch eigentlich hier. Weißt du, wie ich meine? Wie kann das sein, dass der danach da drüben guckt? Okay, Freunde, das ist auf jeden Fall super interessant. Wir schmeißen jetzt die Zettel da halt mal ganz schnell rauf, weil wir wissen ja, dass wir Klavier spielen müssen, Freunde. Bevor wir jetzt irgendwie irgendwas Großartiges machen, will ich halt einmal gucken, ob diese Wand hier, wo hier eigentlich das Loch drin ist, ob wir da so durch können. Tatsächlich, Leute, man sieht auch hier diesen Zwischenraum, dass das schön abgetrennt ist, ne? Und hier sind wir halt drin. Kann ich jetzt diese Schallplatte da eigentlich nehmen? Das geht nicht. Die Schallplatte ist nicht greifbar. Oha! Jetzt haben wir ja einfach mal einen ganz anderen Blick von der Karte. Okay, so sieht das eigentlich aus, wenn wir jetzt mal rausgehen. Heiliger Strohsack! Crazy, Mann! Dann würde es mich natürlich nochmal interessieren, wenn wir jetzt hier wieder zurückgehen, was passieren würde, beziehungsweise wie das ist, wenn wir in diesem Stromraum sind. Oben waren ja die Augen. Wenn wir da halt mal hochgehen und mal gucken, was das für Augen sind, ne? So, wir haben den geheimen Schalter jetzt gedrückt. Geht es eigentlich, dass ich mich teleportieren kann? Habt ihr es gesehen? Ich konnte mich gerade teleportieren. Wir nehmen jetzt das Ding und ich werde mich jetzt mal bis ans andere Ende des Tunnels teleportieren, weil da kommt ja jetzt gleich dieses Gas da sozusagen. Und das Gas wurde nicht ausgelöst. Oha. Hä? Was war das denn gerade? Ich nehme jetzt mal den Schlüssel weg. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt irgendwas bringen würde, wenn wir die Platte anhalten. Wir können das Baby jetzt halt trotzdem nehmen. Okay, weißt du was, ich... Eigentlich können wir den Kleinen doch mal ins Loch stopfen, oder? Dann gehen wir mal weiter durch. Ich schließe mal den ganzen Rotz hier auf. Jetzt bin ich gespannt, was passiert, wenn wir den Fahrstuhl drücken. Ich habe jetzt mal den Fahrstuhl gedrückt und direkt das Spiel gestoppt. Wir haben jetzt ja eigentlich nur diesen Fahrstuhl. Und das war's. Kann ich mich vielleicht hierhin teleportieren? Geht das? Nee, kann ich nicht. Das geht nur vermutlich, wenn das Spiel angehalten ist. Okay. Oh, warte mal. Da oben die Augen, ne? So, wir springen raus aus der Kamera. Die Augen hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Wir gucken mal, wie es aussieht. Ich gehe jetzt mal hier nach oben, Leute. Wir schauen uns das von oben jetzt an. Ja, es ist nichts dort, ne? Von hier sieht es aus, als wären das irgendwelche so Riesenaugen sozusagen. Oder vielleicht sogar ein Gesicht, ne? Das hier sieht ja irgendwie aus wie so ein Gesicht. Wenn man jetzt hier so guckt, dann sieht man halt noch ein drittes Auge. Im Endeffekt sind es halt nur diese drei Augen. Auch mal interessant zu wissen. Gut, dann müssen wir jetzt hier die Sicherung nochmal reinkloppen. Jetzt kommt der kleine Hosenscheißer und macht die Sicherung kaputt. Finde ich auch nicht nett von dir, aber ist okay. Ich kenne ja den Code hier mittlerweile schon. Geht schon wieder los, Leute, dass die Spieler auswendig kennen. Yeah.
jetzt bin ich gespannt, was wäre, wenn wir den da reinwerfen. Uff, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Ich habe ihn jetzt losgelassen. Wir haben das Spiel gestoppt. Ich bin in der Kamera. Ich werde jetzt erstmal in diesen Vent reingucken. Was ist denn da? Wie weit fällt der, ne? Er kann jetzt eigentlich nicht so weit runterfallen aus der Map. Also von unten sieht das Ganze hier nochmal richtig crazy aus. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz gucken. Ich bleib jetzt mal sehr weit unten und lass jetzt mal das Game laufen. Hä? Der verschwindet. Der ist einfach nicht mehr da. Was ist da denn los? Na gut, wir nehmen jetzt erstmal diese Sicherung hier. Und jetzt gucken wir mal. Wenn wir jetzt hier durchgehen, ne, dann ist es ja eigentlich so, dass das Baby jetzt komplett am Flippen ist. Wir gehen jetzt mal hier durch. Hier ist doch alles gut. Wenn wir jetzt die Tür aufmachen, ist er direkt da. Er hat sich also hierher teleportiert. Hä? Ich kann das Baby nehmen! Ich kann das Baby nehmen! Uff! Die ganzen Wände haben sich jetzt einfach gefärbt. Es ist jetzt alles verändert. Okay. Wir bleiben auf chillig. Und gehen dem Viech jetzt mal hinterher. Sehr interessant, was wir hier so entdecken. Auch hier will ich mit der Kamera auf jeden Fall... Ich hab den kleinen Racker schon wieder. Netter Versuch, du kleiner Lappen. Aber da haben wir ihn direkt mal gecatcht, Leute. Was kann ich mit dem Baby machen? Ich kann das Game ja komplett wegglitschen, oder? Ich kann das Baby irgendwie so halber nehmen, ne? Guck dir das mal an. Okay, gut, Leute. Wir aktivieren jetzt diesen Schalter und ich stoppe gleich das Spiel. Wir bleiben jetzt ruhig und gucken mal, was da hinten so ist. Jetzt können wir mal einen Einblick nehmen in den Dämon. Er kommt quasi von hier hinten und guckt mich dann halt auch schon so überwild an. Okay, und wir werden das Ganze jetzt mal im Auge behalten. Was passiert da jetzt? Wir gucken uns die Transformation des Babys ganz genau an. Er fällt runter. Beine auf dem Boden. Okay. Jetzt passiert was von unten. Wir gucken. Was passiert da genau? Ach du heilige Scheiße. Die Dämonenform. Yo! Okay, Kamera zurück. Jetzt müssen wir durchziehen. Oh, verdammt, Leute. Das ist immer noch irgendwie so ein bisschen auf Krise. Tür ist offen. Dürfen nicht nach hinten gucken. Wir haben jetzt ziemlich viel Zeit verloren. Stopp! Wir sind jetzt ganz kurz im Chill-Modus. Ich kann jetzt einmal einen Blick nach hinten werfen. Da ist er, ne? Guck mal, wo der hinguckt. Der weiß genau, wo ich bin. Als ob. Oh Gott. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit verloren, aber kein Problem. So, wir bleiben chillig. Oh, habe ich mich erschrocken, Alter. Uff, Leute, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Wir bleiben ruhig, wir bleiben ruhig. Ich will mir das jetzt genau angucken. Oh, ich hatte gerade so Schiss. Ich schwör's euch, ne? Heftig, weil wir einfach den Jumpscare vergessen. Wir drücken den Knopf, warten ab. Ja, wir können das Game leider nicht mehr stoppen an der Stelle. Alter, was ging denn bitte hier ab? Das war auf jeden Fall richtig krass. Ja, Leute, das war's erstmal mit einer Folge von The Baby in Yellow Hack Time. Falls ihr die Folge gefeiert habt, macht euch bereit für die nächste Folge morgen, denn die wird richtig krass. Wir haben in dieser Folge einen geheimen Raum entdeckt, mega crazy, der ist auf jeden Fall richtig fragwürdig. Und noch so kleine andere Hinweise. Das wird auf jeden Fall super interessant, verspreche ich euch. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr es auch nicht. Ich wünsche euch was. Dickes Küsschen. Denno out.